gehe erstmal hier rechts rum. Nein. Ich hab mich getroffen. Ich bin daneben gesprungen, Marco. Das finde ich aber voll daneben. Ja, Mann. Das geht doch nicht. Ow. Oh shit. Okay, ich bin tot. Hey, was? Nicht. Nee, Louis macht das. Okay. Ja, macht das schon. Der Mann, der mich hier gerade. Ja, mich auch. Unser Carry. Das ist echt ein bisschen krass overpowered, ey. Vor allem, weil ich auch nicht sehe, dass er irgendwie dadurch irgendwas verliert oder so. Ja. Oh, oh, wir haben Besuch. Ja, was ist das für einer? Wow. Das ist ja mal mehr als widerlich, yo. Das ist voll pervers. Ich muss mal eben das Item hier mitnehmen. Das war ganz wichtig. Ja, ja, ich auch. Warte. Damage Buff. Damage Buff. Wow. Oh, oh shit. Heilige Scheiße. Damn, son. Ich bin tot. Wow, danke. Ich bin tot. Ich auch. Louis. Holy Louis. Shit! Oh, jetzt kommt er nicht, oder was? Heilige Scheiße, okay. Der war einen Tacken stärker, als ich erwartet hatte. Krass. Also, nur so der war heftig. Ganz kleinen Tacken. So, da hinten liegen jetzt 50.000 Seelen. Also ich level jetzt mal eben und dann join ich dir nach. Ja. Damn! Alter Schwede. Talente erwerben, Atlas. Erstmal das 36.000er Talent erwerben. Weil ich hab's ja gerade. Okay, ich sehe aber auch gerade, ich habe echt die schlechteste Rüstung, die man tragen kann, um Damage abzuhalten. Ja? Ja. So scheiße. Ja, die geht halt auf Ausweichen und auf Damage. Also so eine Marco-Rüstung halt. Eigentlich schon. Ja, ich mach trotzdem keinen Damage. Da müssen wir was machen, Marco. Das gibt's nicht weiter. Wieso musste ich gerade an. Ah, verdammt, wie war das? Was für eine Werbung war das noch? Dieses. Lernen lesen und schreiben. genau das. Ich mach immer noch keinen Schaden. Da müssen wir was dran machen. Da müssen wir was dran machen. Einschlagwelle. Beginnst Schlagangriffe zeitweise um eine Schockwelle, die zusätzlichen Schaden verursacht. Das klingt geil. Diesen Buff will ich haben. Entzugswert, wenn ich blocke. Okay. Oder komm. Ich sende ein Notsignal. Ich suche ein Notsignal. Aber ein Notsignal gefunden. Ah. Glaube ich zumindest. Kam es vom Dapper-Chef? Vielleicht. Scheiße. Ach ja. Das gute alte Internet. Die ersten richtig guten YouTube-Videos. Oh ja. Ha, der Baum ist wieder da. Nur die Nase ist tot. Ja? War der die ganze Zeit bei dir weg, oder was? Ja, und nach der Zwischensequenz ist er despawned.
Ach so, okay. Oh, hier war unser Shortcut schon. Oh, nice. Ja, ist Gott sei Dank kein langer Weg. Der Fette da lebt. Ja, den können wir ignorieren, oder? Oder willst du ihn töten? Na gut, willst du ihn töten. Rache für Dumbledore! Der hat doch gar nichts damit zu tun gehabt. Schockwellen! Bist du dir sicher, dass er nichts mehr damit zu tun hat? Bist du dir hundertprozentig sicher? Okay, jetzt ist der Buff weg. Aber der Buff ist cool. Schockwellenangriffe sind cool. Me like it. Ist damit Flächendamage oder was? Ja. Cool. Damit kann man richtig Pfannkuchen machen, Alter. Oh, das macht auch Damage. Sollte mir backstabben. Das ist auch eigentlich eher das, worauf du aus bist. Irgendwie. Ja. Das Problem ist nur, dass ich dich meistens nicht lasse. Parieren ist auch eine gute Sache, aber das kriege ich hier nicht hin. Dafür bin ich zu scheiße. Das musst du nur lernen. Hast du ihn gerade backstabbt oder hast du ihn pariert? Backstabbt. Wie gesagt, zu parieren bin ich zu scheiß. So, und jetzt werden wir üble Rache begehen. Fuck you! Fuck you! Manchu. Aber echt, ey. Stirb, du Pfannkuchen. Ich bin fast pervers. Das Viech hat aber auch 1600 Seelen gedroppt. Oh, Adlerschlüssel. Das klingt wichtig. Ja. Wahrscheinlich nur dafür da, damit man in die Tiefen kann. Um den nochmal zu klatschen. Wenn der als normal als Boss in den Tiefen wiederkommt, dann habe ich tatsächlich Respekt davor. Ja. Oh, da kommt Dicky. Ja, Pfannkuchen. Was sind das eigentlich für welche hier? Das ist dieselbe Rüstung, die dieser Typ, der uns in die Tiefen schickt, anhat irgendwie. Stimmt. Ist irgendwie die Fraktion von ihm irgendwie. Ja, sieht so aus. Dann geben wir mal eine Rüstung, die ähnlich aussieht. Das erinnert mich daran, habe ich irgendeine Rüstung, die mir mehr Schaden gibt irgendwie? Kann sein, dass wir eine hier finden. Also ich habe eine gefunden. Vorhin, im ersten Gebiet, wo wir lang gesteppt sind. Okay. Die geht auf... Wo ist sie denn? Ach da. Stärke C+. Keine Ahnung. Ja, ich habe im Moment Stärke 0. Okay. Dafür habe ich mehr Beweglichkeit mit der Rüstung, die ich gerade habe, aber... Ah, dein Hammer geht doch bestimmt auf Stärke, oder nicht? Keine Ahnung, ich habe nicht drauf geachtet. Ja, der hat der benötigt einen Stärkewert von D+ und hat eine Stärkeskalierung von C+. Aha.
So, hier hinten geht's mit Sicherheit weiter. Da ist nämlich eine Tür, die ich aufschließen kann. Deswegen will ich nochmal ganz kurz hier gucken. Da waren wir schon. Da kommen wir her. Da kommen wir her. Da hast du dann noch einmal durch die Mitte. Ich werde nicht lange brauchen. Er hat schon wieder irgendwas entdeckt. So, ab durch die Mitte war da, wo wir eben auch lang gelaufen sind. Okay. Okay, hier ist nichts. Oh. Nichts? Gar nichts? Nix. Nix hier. Ja, da waren wir gerade. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Da lag doch der Tote. Ja. Du wolltest hier unten weiter. Ja. Erzähl mir nicht, du hast das schon wieder vergessen, so in der kurzen Zeit. Nee, aber ich habe die Orientierung in so kurzer Zeit verloren. Okay, das kann ich nachvollziehen. Oh, hoffentlich kann man hier nicht irgendwo runterslippen. Wovon redet er? Ich dachte, er führt Selbstgespräche. Er meint, er hätte die Frau gesehen, aber diesen offensichtlich nicht wichtigen NPC, der definitiv unserer Gruppe joinen wird. Hey, weiß nicht, das steht immer so weit am Rand. Kann man schlecht lesen. Oh, ein moosbedeckter Schlüssel. Den brauchen wir bestimmt nicht. Nein, garantiert nicht. Schlüssel sind voll überbewertet in solchen Spielen. Hier ist noch was Rotes. Assassin. Alter. Dieses Gebiet ist natürlich wieder mega spendabel, was Level-Up-Möglichkeiten angeht. Oh ja. Ich weiß schon, wo meine Seelen gleich alle reinfließen werden. Ist die Frage, willst du sie vielleicht zwischendurch schon ausgeben, oder? Oh mein Gott, oh mein Gott. Also wenn eine Nebelwand kommt, dann vielleicht ciao. Da ist Corona. Au. Also kann man Corona doch mit Schusswaffen besiegen. Trump hatte recht. Au! Ich hau da lieber mit dem Hammer drauf. Alter. Ja, hier ist garantiert irgendwo noch ein... da vorne wird's eklig. Da vorne erst? Oh ja! Schockwellenpfannkuchen. Piu, piu. Das wäre cool, wenn der Buff für alle gelten würde. Oh, nice. Oh, noch eine Rüstung. Gebetstuch. Hä? Hey. Gebetstuch. Für einen Vampir. Unheilige Gebete. Moment, waren wir da unten jetzt überall? Nee. Ich will auch nochmal gucken. Ich habe echt keine Lust, das nochmal zu erforschen. Außer mit dir nochmal. Ich wollte gerade sagen, wir müssen, aber... Ja, also. Ich habe keine Lust, das viermal zu erforschen, sagen wir mal so. Okay, gut, hat sich erledigt. Oh, wir waren überall. Sehr gut zu wissen. Ich habe übrigens keine Heilung mehr. Aber dafür schon wieder 12.000 Seelen. Wir haben Louis. Wir haben unseren NPC, der weiß das schon. Ich glaube, meine kompletten nächsten Seelen schmeiße ich in Level-Ups rein, Alter. Lass mich raten, Wasser geht nach unten. Was? Nein.
Nein. Er ist den da rechts oder er ist den da links? Er ist links, er ist links. Fuck you! Haha! Ich bin mächtig. Ich bin mächtig. Ich hau noch einmal drauf, wenn er schon am Boden liegt. Ich wollte gerade sagen. Du redest vom Mobbing. Ich meine nicht, dass ich besser wäre. Ich schlag sie zu Boden und hau dann noch einmal drauf. Oder ist wieder was Rotes. Und da hängt einer. Okay. Das ist ein super Kombo. Ja, ne? Sollten wir immer so machen. Sollten wir immer so machen. Definitiv. Das heißt, ich brauche immer einen Hammer, der so viel Schaden anrichtet. Dass ich Gegner fast one-shot. Atlas. Boah, Atlas ist und voll. Und da kommt noch einer hochgestiefelt. Ih, der kotzt. Aua! Dude! Das ist nicht nett von dir. Da kommen wir her, da waren wir auch schon. Da hängt noch einer. Ja. So ein Schelm. Oh. Nein, ich habe mich darüber jetzt nicht viel zu sehr gefreut. Ich liebe es, wenn sowas funktioniert. Ich fand, das war eine ganz normale Freude eigentlich. Nein, ich habe nicht sowas wie Schadenfreude darüber, dass ich Gegner in den Tod stoße, nur weil ich es kann. Nein. So wie den da. Oh ja, auf den Kopf. Richtig. Das sah super aus meiner Perspektive. So nach dem Motto, bleib unten. Ich habe die ersten drei Male ja auch überhaupt nicht getroffen. Also. Oh, Dicky. Und da kommt noch einer. Ey! Ich war gerade schon im Backstep. Echt? Nice. Hat er ihn rausgehauen. Normalerweise geht das nicht. Der Hammer. Hey, was geht? Ja, komm mal her hier. Double Backstep. Nam 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 nam. Na, was haben wir denn hier? Das hat er auch gerade gefragt. Ein Schwert. Das nenne ich ja mal Freude hier. Nice. Jetzt habe ich seine Waffe in anders gefärbt. Echt jetzt? Ja. Was? Sieht so aus. Ja. Ja, du hast recht. Da hängen auch so komische Kabel drin, die wahrscheinlich keinen technischen Sinn ergeben, aber irgendwie cool aussehen. Doch, du hast einen Pluspol und einen Minuspol angeschlossen. Das heißt, du darfst die Klinge nicht anpacken, damit du dich nicht selbst elektrisierst. Toll. Genau. Das ist voll sinnvoll, Mann. Aber vielleicht sind das ja auch Blutleitungen. Blaublütig und normal. Most likely. Wait. Da, Feuer. Feuer. Noch mehr Feuer. Es zieht sich ganz schön hin hier, muss ich sagen. Verdammt dieses, riesiges Gebiet. Ich wollte gerade sagen, dieses Gebiet ist fucking riesig. Selbst Louis sagt schon, hoffentlich sind wir hier bald fertig. Karte. Oh, da drüben ist Boss. Yes. Ja, sonst will ich nicht mit meinen Seelen rein. Nein. Ergo, gehen wir jetzt eben noch einmal zurück. Ja, nochmal gucken, ob da eine Abzweigung war. Wir haben da unten auf jeden Fall irgendwo ein paar Dinger vergessen, oder?
Wir haben Dinger vergessen? Ja, wenn ich mir die Karte angucke, habe ich definitiv nicht alle Misteln aufgesammelt. Ja, du meinst für die Karte? Ja. Ja. Hier geht's auch noch lang. Corona! Bäh! Au! Da wär's. Stirb, Corona! Flock plus 3. Ein Flock. Was ist das? Ein Flock. Warte, warte. Ist das sowas wie... der ist stark. Ist das eine Waffe? Nein! Jetzt habe ich mich geheilt. Ja, ist eine Waffe. Cool. Fetter Speer. Ich weiß ja nicht. Ich habe in Dark Souls auch immer mal überlegt, ob ich nicht mal einen Run mache, wo ich nur einen Speer verwende. Aber irgendwie konnte ich mich nie dazu durchringen, warum auch immer. Ja, mich reizt meistens das Moveset nicht so davon. Ja, obwohl der Speer vom Nameless King könnte cool sein mit dem ganzen Blitzgedöns und so. Jetzt haben wir 100% der Karte. Sehr schön. So, siehst du von hier oben noch irgendwas? Nein. Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich alles erforscht. Ja, dann beam ich mich raus, stack alles in meinen Level-Ups und dann sehen wir uns beim Boss wieder, würde ich sagen. Jo, genau. Hä? Er hat dasselbe Schwert wie ich? Also, der Bot. Ja, der Bot. Der ahmt mich nach. Oder du ihn? Man weiß es nicht. Habe ich denn das richtige... nee, ich habe noch Atlas drinne. Hermes wollte ich als nächstes leveln, ja. Okay. Oder hatte ich schon gelevelt? Oh Gott. So. Guck dir dieses Schwert an. Ja, ist ganz schön dick. Yeah. Nice. Und das ist noch das Coolste hier. Eine Dodge Roll, die Schaden macht. Was gibt's Cooleres? Nice. Eine komplette Rüstung, die Schaden macht. Okay, das war Dark Souls. So. Dark Souls hatte eine komplette Rüstung, die Schaden macht. Soweit ich mich erinnern kann. Den Spikes, ne? Oh, guck mal. Corona. Ah, nicht schon wieder. Aua. Erstmal aus der Suppe hier raus. Ach, da ist mein Rennenknopf. Monster Hunter Steuerung. Frithjof, denk einfach an deine Monster Hunter Steuerung. Manchmal. Am besten für alle Spiele die gleiche Steuerung. Ja, es ist in dem Fall, ich wollte gerade sagen, es ist schwierig. Also, ich habe versucht, in Neo eine ähnliche Steuerung zu machen wie in Monster Hunter. Das war mehr oder weniger unmöglich, wie ich fand. Wegen Stance-Switching und so. Oh, durch den Sequenz. Die Pole Dancerin. Noch ein Boss mit Brüsten.
Wer hätte es kommen sehen? Ich weiß zwar nicht, wie die da drin jetzt irgendwie, wie die da drin, au, wo sind meine Heiler? Da sind meine Heiler. Du darfst dich ausreden. Ja, ich bin... Frag mich, ob ich parieren kann. Du kannst, glaube ich, alles in diesem Spiel mehr oder weniger parieren. Ja? Okay. Wieso zum Fuck kann ich nur noch gehen? Ah, oh, die fügt langsam zu, das ist nicht cool. Parieren ist gar nicht so einfach. Hi Marco. Oh, ich bin tot. Au. Bin auch tot. Damn it. Damn it. Dammit! Okay. Langsam ist... Bist du noch gestorben? Ja, ich habe gerade den NPC wiederbelebt, der wurde instant gekillt. Okay, warte mal. Ich glaube, ich muss meine Skills anders einstellen. Warte mal. Langsam? Langsam fügt sie zu, sagst du? Ja. Ja, kann man mal gucken, ob man dagegen was machen kann. Ich habe mich gerade auch gefragt, wieso... Langsam ist ein Widerstand, habe ich doch schon. Paralyse und Verlangsam ist nicht das gleiche, ne? Nee. Wo habe ich denn verlangsamen Widerstand her? Verlangsamen Entfernung kann ich leider nicht machen, scheinbar. Also ich sehe es hier zumindest nicht. Ah, doch, doch, haben wir. Ja? Hab ich nur nicht gelevelt, das haben wir bei Merkur ist das drin. Okay. Ah, Mist. Weil da ist auch verlangsamen Widerstand drin. Naja, okay, ich habe die Passiv, das muss reichen. Ja. Das muss reichen. Dann suche ich mal wieder. Okay. Ich habe mich aber auch gerade einfach nur grenzdämlich angestellt, also. Von daher. So unglaublich hart kam mir der Boss jetzt nicht vor. Ja, es ging. Also, wir haben ihm schon ziemlich viel Schaden zugefügt. Vielleicht, wenn man sich jetzt nicht ganz so blöd anstellt wie eben, könnte man das hinkriegen. Denke ich auch mal. Wenn eine Parade mal hinhaut. Marco, der Bosskiller. Beim 10. Versuch hat er es geschafft, 2 Paraden hintereinander zu tun und den Boss damit fast zu one-shotten. Eine reicht. Nein. Gib mir eine Parade. Ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich. Bist du dir sicher, du wurdest schon 5-mal ausgenommen? Ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich. Ach ja, du spawnst ja direkt neben mir. Danke.
Ah, jetzt natürlich auch so. Ne? Okay, macht hier Wassergedöns. Ja. Einfach mal drauf. Okay. Über das. In einem Damage Race kann man mich eigentlich nicht besiegen.